was wir hier aufnehmen und präsentieren, das hat das Thema, was ist eigentlich sauber oder rein in der Musik? Man kennt das so, du spielst unsauber und andere Leute sagen dann, das halten sie für sauber und andere sagen, das ist sauber. In Wirklichkeit ist die Frage, was sauber und rein eigentlich ist, das ist eigentlich ein Geschmacksurteil. Es ist also gar nicht eine Eigenschaft eines Intervalls oder eines Klangs, sondern es beschreibt mehr, was wir davon halten. Und insofern ist es sehr interessant, dass dieses Wort sauber gestimmt oder richtig intoniert in der barocken Sprache wohl temperiert hieß. Wir kennen das wohl temperierte Klavier von Bach. Wohl heißt, wir fühlen uns damit wohl. Es geht also tatsächlich um unseren Eindruck und gar nicht unbedingt um die physikalische Sache selbst. Die physikalische Sache, das ist genau der Punkt. Wenn wir normalerweise uns belehren lassen über Stimmung und Intonation und Tonhöhen, dann wird das unheimlich mathematisch. Und ich will gerne das Versprechen einhalten, so wenig wie möglich oder sogar gar nicht mathematisch zu sein, sondern das Ganze von der Praxis aus zu sehen. Das heißt, dass ich auch einige Sachen so ein bisschen vereinfache, das mögen die Physiker mir dann nachsehen. Es lohnt sich auch, sich mit der Mathematik zu beschäftigen, aber jetzt sind wir mal nur praktisch. Es gibt einen Maßstab für Intervalle, der ist naturgegeben. Der ist richtig ein Naturgesetz, das heißt, er gilt überall und immer. Und was sehr interessant ist, der gilt für alles, was irgendwie schwingt, also in Bewegung ist. Das Naturgesetz ist einfach die sogenannte Obertonreihe. Die Obertonreihe oder Teiltonreihe ist ja naturgegeben und sie enthält eigentlich alle Intervalle, alle Tonabstände, die wir zum Musizieren auch benutzen. Dann könnte man guten Gewissens eigentlich sagen, wenn die Naturtonreihe, so nennt man sie nämlich auch, einfach ein Naturgesetz ist, dann ist die rein und sauber. Was ich versuchen will zu zeigen ist, dass das zwar stimmt, aber uns musikalisch vor gewaltige Probleme stellen kann. Die Naturtonreihe, die Obertöne, die entstehen so, wie wenn man ein Licht durch ein Prisma schickt. Da sehen wir, dass in weißem Licht alle Farben bereits enthalten sind. Und so sind auch in den Tönen, die wir hören, die sogenannten Teiltöne enthalten. Und wenn man sich überlegt, was für ein Prisma könnte man denn haben, um die einzeln hörbar zu machen, ist die Antwort sehr einfach. Man kann zum Beispiel ein Blasinstrument nehmen. Und bei dem Blasinstrument durch das sogenannte Überblasen die einzelnen Obertöne zum Ansprechen bringen. Und um das einfach mal praktisch zu zeigen, haben wir uns entschieden, das Alphorn erklingen zu lassen. Da spiele ich jetzt dann einfach mal die verschiedenen Teil- oder Obertöne. Und die sind, vorausgesetzt, ich blase nicht falsch, die sind naturgegeben rein. Naturtonreihe vorkommen, die sind zum größten Teil oder genau genommen eigentlich alle auch Teil unserer normalen Tonleitern. Wir haben also zum Beispiel die Oktave gehört, die Quinte, die große Terz, die große Sekunde, die kleine Septim und andere mehr. Damit könnten wir doch eigentlich sagen, das ist ganz prima, aus dieser Obertonreihe können wir auch unsere Tonleiter entwickeln. Ich sagte, die Obertöne naturgegeben sind rein, wenn sie naturgegeben sind, dann folgen sie, jetzt wird es doch mathematisch, sie folgen dann natürlich einem Naturgesetz. Und Naturgesetze lassen sich normalerweise berechnen. Und das mathematische Gesetz, was dem zugrunde liegt, ist so einfach, dass ich es hier doch erzählen darf. Es ist einfach,
etwas, was halb so lang ist, klingt eine Oktave höher. Oder andersrum gesagt, wenn etwas doppelt so lang ist, klingt es eine Oktave tiefer. Als Beispiel lassen wir uns das von unserem Kollegen Bernhard Stilz mal zeigen, der an der Blockflöte das demonstriert, indem wir einfach sehen, eine Blockflöte, die halb so lang ist, klingt eine Oktave höher. Hallo, ich habe zwei Blockflöten mitgebracht. Renaissance-Blockflöten, das ist eine Sopran-Blockflöte und das ist eine Tenor-Blockflöte. Und die hören wir uns gerade an. Der tiefste Ton ist ein C. Und auch hier der tiefste Ton ist ein C. Genau eine Oktave tiefer. Ein Intervall, was in der Obertonreihe vorkommt, ist die Quinte. Und die Quinte ist ein sehr wichtiges Intervall. Es ist nämlich so, dass einige unserer benutzten Instrumente, viel benutzten Instrumente, nämlich die Streichinstrumente, in Quinten gestimmt werden. Und ich kann auch schon verraten, wenn ich durch den Quintenzirkel durchgehe, also alle 12 Quinten aus dem Quintenzirkel nehme, dann kann ich damit auch die 12 Töne unserer Oktave auf der Tastatur stimmen. Und wenn eben das Gesetz sagt, die Quinte ist rein, dann müsste doch eigentlich eine reine Stimmung kommen, wenn ich meine Instrumente so stimme. Auch da haben wir wieder ein Beispiel. Ich sagte schon, Violine, Cello sind in Quinten gestimmt. Wenn also wir das uns mal anhören wollen, dann bitten wir die Katrin Ebert mit der Violine und die Roswitha Bruckgeier mit dem Violoncello, einmal in reinen Quinten zu stimmen. Man sieht schon gleich wieder, das Cello ist doppelt so groß, also sind die Töne eine Oktave tiefer, aber es sind eben die gleichen Töne. Und wir decken damit einen Raum ab von C, G, D, A und E. Das heißt also, mit 4 Quinten, 5 Tönen, haben wir diese Instrumente rein gestimmt. Bitteschön. Also rein gestimmt in Quinten. Und die Töne, die sie gestimmt haben, sind, wenn ich sie mal in eine Oktave zusammenschieben würde, die Töne C, D, E, G und A. Und da sehen wir, dass da drin enthalten ist das Intervall C, E, die große Terz. Aha, die große Terz kam ja auch als Oberton schon vor und wir hatten gesagt, die Obertöne sind rein. Da kommt genau ein Problem. Wenn wir nämlich jetzt mal uns die C-Seite des Cellos und die A-Seite der Violine zusammen anhören, dann müsste also jetzt eine reine Terz dabei rauskommen. Ist das auch so? Bitteschön. Das soll rein sein? Es klingt doch eher scheußlich. Da haben wir es wieder. Es klingt scheußlich, scheußlich ist ein Geschmacksurteil. Mir gefällt die Terz nicht. Um das mal am Cembalo zu zeigen, habe ich jetzt genau diese Töne, die Geige und das Cello abgedeckt haben. Vielen Dank übrigens Katrin Ebert und Roswitha Bruckgeier. Die Töne mal auf das Cembalo übertragen. Also folglich reine Quinten gestimmt. Ich war also vom A zum D zum G zum C und ich war vom A auch zum E, alles reine Quinten, und höre mir die Terz CE an. Man kann nicht sagen, dass das wirklich schön wäre. Es ist aber aus den reinen Quinten entstanden. Die Terz CE ist auch in den Obertönen vorhanden. Also als Oberton vom C gibt es eine reine Terz E, die klingt so.
Wenn ich die beiden mal miteinander vergleiche, das heißt also, ich nehme mal einmal das Oberton E und jetzt nehme ich das aus den reinen Quinten entstandene E. Habe ich schon zwei verschiedene E's und beide sind aus dem Naturgesetz abgeleitet. Daran kann man vielleicht sehen, dass wir in ein Problem kommen und wir müssen uns dann irgendwie entscheiden. Ich möchte gerne mal hörbar machen, wie der Unterschied zwischen diesen beiden E's ist, wenn man sie mal direkt vergleicht. Das heißt also, wenn ich spiele, dann haben wir beide gestimmten E's. Und jetzt vergleiche ich einfach mal die beiden Töne direkt, das Oberton E und das aus den Quinten entstandene. Jetzt hat das Cembalo ein bisschen auch zwei verschiedene Klangfarben, weil ich die beiden verschiedenen Manuale benutze. Das ist aber nicht der entscheidende Unterschied. Wir haben gehört, das eine E ist viel tiefer als das andere. Also das reine E ist tiefer und das aus den Quinten entstandene ist höher. Um einen von den gefürchteten Fachbegriffen reinzubringen, dieser Unterschied zwischen den beiden Tönen, den nennt man das Komma. Nur für diejenigen, die den Begriff mal gehört haben und den hier suchen. Also das ist genau der Unterschied, ein Komma. Wir haben das Problem erkannt. Wir haben reine Quinten, wir haben reine Terzen. Die Quinten ergeben keine reine Terz, wenn man sie addiert. Ja, das muss ja nicht unbedingt ein Problem sein. Das wird dann ein Problem, wenn zum Beispiel ein einziges Instrument allein, das könnte das Cembalo sein, Klavier, Orgel, jedes Tasteninstrument, es können aber auch andere Instrumente sein, bei denen dieses Problem schon alleine auftaucht. Das heißt also, wir hatten das Problem bei Violine und Cello auf zwei Instrumente verteilt. Jetzt gibt es Instrumente eben, bei denen das innerhalb eines Instrumentes ein Problem ist, und da ist ein schönes Beispiel die Gitarre oder auch die etwa ähnlich gestimmte Gambe, Viola da Gamba. Die Instrumente werden in Quarten gestimmt und auch da jetzt keine Mathematik, eine Quarte ist quasi die Umkehrung einer Quinte. Wenn ich also in Quarten stimme, dann entspricht das dem, wie wenn ich in Quinten stimmen würde. Also auch da, ich nehme reine Quarten. Jetzt ist aber bei beiden Instrumenten, Gitarre und Viola da Gamba, zwischen zwei Saiten der Abstand eine große Terz. Wenn ich also, das machen wir jetzt auch gleich mal, eine Viola da Gamba in reinen Quarten stimme, dann ergibt sich in der Mitte die viel zu große Terz. Roswitha Pokay wird uns das an der Viola da Gamba mal vorführen. Man muss sich irgendeine Lösung einfallen lassen, um dieses Problem ja, musikalisch umzusetzen. Und die Lösung ist vielfältig. Es gibt viele verschiedene Lösungsansätze, wie man ja, mit dieser Terz und den Quinten einen Kompromiss finden kann. Liegt ziemlich nahe, wenn ich feststelle, dass vier Quinten eine Terz geben, die um einen bestimmten Prozentsatz zu hoch ist, also um das Komma, dann kann ich doch einfach sagen, dann mache ich die Quinten kleiner. Das heißt, sie klingen nicht mehr rein, sondern sie klingen so. Das ist noch
wohl. Also man kann sich das anhören und sagt nicht, das ist ja völlig falsch. Es ist halt keine reine Quinte mehr. Und wenn ich davon jetzt vier aufeinander häufe, dann kommt genau eine reine Terz dabei raus. Und das ist ein Ansatz, wie man zum Beispiel eine Tastatur oder auch eine Gambe oder eine Gitarre stimmen könnte, indem man dann einfach sagt, ich stimme nicht mehr in reinen Intervallen, sondern absichtlich in falschen, leicht verstimmten Intervallen, in diesem Fall die Quinten zu klein gemacht. Und dieses zu klein machen oder verändern, um irgendwas anderes besser zu kriegen im Klangbild, das nennt man Temperieren. Da kommt also der Begriff wohl temperiert her. Ich muss also einfach etwas finden, wo ich die Veränderungen so klein mache, dass sie noch als wohl empfunden werden, wo ich aber einen Gewinn erziele, nämlich in diesem Fall, ich kriege mit vier Quinten übereinander eine reine große Terz. Das ist die Grundlage übrigens der sogenannten mitteltönigen Stimmung, die im 17. Jahrhundert, davor auch schon und bis ins 18. Jahrhundert rein, absolut der Standard war. Und wo man von ausgegangen ist, wenn man für Tasteninstrumente schreibt, dann haben diese Tasteninstrumente die mitteltönige Stimmung. Wieder, ob die schön ist oder nicht, ist Geschmacksurteil. Und schön ist das, was der Mode gefällt. Und die Mode damals fand eben die mitteltönige Stimmung schön. Folglich auch die Komponisten, wenn die also Stücke geschrieben haben, sind die natürlich von dieser mitteltönigen Stimmung ausgegangen. Was ist der Vorteil der mitteltönigen Stimmung? Warum wird die zur Mode? Der Vorteil ist, wie gesagt, die reine große Terz. Und ich will mal ein paar Akkorde spielen in der mitteltönigen Stimmung, an denen man hören kann, was das für den Gesamtklang ausmacht, wenn die Akkorde reine große Terzen haben. Das heißt also, das sind die im mitteltönig als sauber empfundenen Tonarten. Ich habe also in jedem Akkord eine reine Terz. Das ist die Idee der mitteltönigen Stimmung, möglichst viele Tonarten zu haben, die eine reine große Terz haben. Der Nachteil oder der Preis, den ich zahlen muss, ist, dass andere Tonarten eine sehr schlechte Terz haben. Ich werde auch gleich erklären, warum das so ist, aber wir hören uns erstmal ein paar Akkorde an, die so klingen, dass man sagt, na, damit kann man aber keine Musik machen. Das geht natürlich gar nicht. Das liegt wiederum an den großen Terzen. Ist nicht brauchbar. Die reine hatte so geklungen. Das hier geht natürlich gar nicht. Das liegt daran, dass es gar keine Terz ist. Denn der Ton S, den ich hier gestimmt habe, der ist eine reine Terz zum G. Jetzt ist er gleichzeitig, wenn wir, wie wir das modern sagen, enharmonisch verwechseln, ist der Ton S ja auch ein Dis. Also müsste er als große Terz zum H passen. Und das tut er nicht. Warum nicht, ist ganz klar. Es ist kein Dis, es ist ein S. Also es gibt einen Unterschied zwischen Dis und S. Und so ist das bei allen Halbtönen. Ich kann also in der mitteltönigen Stimmung die Töne nicht enharmonisch verwechseln, kann also folglich nur die Tonarten brauchen, die gute große Terzen haben. Das hat jahrhundertelang gereicht. Man hat gesagt, bis zu drei Kreuzen oder bis zu 3b. Das heißt eigentlich besser gesagt lieber 2b, weil das dritte B, das Ass, da müsste ich dann schon gucken, ob ich ein Gis oder ein Ass gestimmt habe. Also wenn ich diese Grundtonarten benutze und in denen bleibe, habe ich einen Gewinn, bezahle den damit, dass ich die anderen Tonarten nicht spiele. Die Lösung einer ungleich schwebenden Stimmung bedeutet, dass es Tonarten gibt, die sauberer klingen, was immer auch sauberer heißt, und Tonarten gibt, die weniger sauber klingen, aber ich kann sie alle benutzen. Und das ist wohl das, was man eine wohltemperierte Stimmung zur Zeit Bachs nannte.
Es gibt da sehr viele verschiedene ungleichschwebende Stimmungen und da tauchen Namen auf von Leuten, die darüber Bücher geschrieben haben, ziemlich bekannt, Herr Werkmeister, Herr Kirnberger. Es gibt auch dann zum Beispiel Valotti, das ist so eine Stimmung, die in der letzten Zeit ein bisschen in Mode gekommen ist, die das im Barock noch gar nicht war, weil sie später erst erfunden worden ist. Wie gesagt, es gibt verschiedene Lösungen, wie man ungleichschwebend stimmt. Hier habe ich jetzt eine ungleichschwebende Stimmung gelegt, wie vielleicht in der Art sie Bach benutzt haben könnte. Und lasse einfach mal ein paar Akkorde hören. Ich fange mit Akkorden mit wenig Vorzeichen an und lasse es dann mal weiter in mehr Vorzeichen gehen. Und man hört, dass dann das gespannter ist. Also mit wenig Vorzeichen. Und man merkt, die klingt nicht so entspannt wie zum Beispiel C-Dur, A-Dur oder Cis-Dur. Die Tonart mit den meisten Vorzeichen, also im Grunde die schlechteste Tonart, die ich in dieser Stimmung habe. Aber sie ist nicht so schlimm, wie sie in der mitteltönigen Stimmung war. Ich kann sie also benutzen. Neben dieser Möglichkeit des Ungleichschwebenden ist man auch auf noch andere Lösungen gekommen. Und wiederum eine, die eigentlich sehr nahe liegt, die sagt nämlich einfach, wenn ich mit 12 Quinten durch den Quintenzirkel alle Töne gestimmt habe, die ich auf der Tastatur brauche, dann kann ich doch eigentlich Folgendes tun, dann stimme ich diese Quinten ein bisschen verkleinert, nicht so stark, wie das bei der mitteltönigen Stimmung war, sondern nur ein ganz kleines bisschen. Dafür sind dann die großen Terzen, die ich rauskriege, nicht ganz rein, aber sie sind immer noch okay. Wir wissen, okay ist ein anderes Wort für wohl, also wohl temperiert. Um das zu zeigen, habe ich schon mal was vorbereitet. Ich habe das Obermanual so gestimmt, dass einfach alle Quinten gleich stark zu klein sind. Ich lasse mal eine hören. Die klingt für unsere Ohren eigentlich fast wie eine reine Quinte. Das heißt, das ist durchaus wohl. Die Terz, die sich daraus ergibt, na, die ist schon nicht wirklich sehr schön. Wenn wir nochmal vergleichen, wie das bei der mitteltönigen war, dann ist die nicht ganz so toll. Aber das kann ich in Kauf nehmen und ich spiele jetzt einfach mal ein paar Akkorde in verschiedenen Tonarten, um die heute absolut gebräuchliche und für uns normal empfundene gleichschwebende Stimmung hörbar zu machen. Das klingt wohl. Für unsere Ohren normal. Alle großen Terzen sind genau gleich zu groß. Ich kann also jede Tonart spielen. Ich kann auch enharmonisch verwechseln. Wir erinnern uns an das Beispiel, wo ich gezeigt habe, dass der Ton S kein Dis sein kann. In dieser Stimmung kann er. So klingt er als S und so klingt er als Dis. Beides geht. Nochmal zum Vergleich, wie das bei mitteltönig war. Sehr schön als S, völlig unbrauchbar als Dis. Jetzt in der gleichschwebenden Stimmung, exakt gleich, benutzbar. Eine gute Sache, vorausgesetzt, es ist einem wichtig, dass man alle Tonarten spielen kann. Wie gesagt, man zahlt auch dafür wieder einen Preis, wie immer. Wenn man irgendwas Schönes haben will, muss man dafür irgendwas opfern. Wir opfern die reine große Terz und wir opfern die Quint. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich in dieser Stimmung nur noch ein einziges Intervall, was der naturgegebenen Obertonreihe entspricht, nämlich die Oktav. Die Oktav ist rein geblieben. Alles andere ist, wenn man es mal ganz genau sagt, falsch im Vergleich zur Obertonreihe. Und da sind wir wieder bei unserem Begriff.
sauber, rein, wohl, was davon? Also wohl vielleicht noch am ehesten. Führt dazu, dass aus heutiger Sicht alle glauben, Johann Sebastian Bach hätte mit der wohltemperierten Stimmung für sein wohltemperiertes Klavier diese hier gemeint. Tatsache ist, dass rein historisch gesehen das sehr unwahrscheinlich ist, dass er die gemeint hat. Der wird eher die vorhin gehörte ungleichschwebende Stimmung gemeint haben. Wir hören uns jetzt dazu mal verschiedene Musikbeispiele an, damit wir das auch in der Praxis beurteilen können, was es jeweils bedeutet. Die verschiedenen Lösungen für die verschiedenen Stimmsysteme haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie die Musik jeweils klingt. Und deshalb hören wir uns mal Beispiele an, wie ein und dasselbe Musikstück in den unterschiedlichen Systemen klingt. Als Beispiel habe ich sinnigerweise ausgewählt aus dem wohltemperierten Klavier. Wenn wir schon über Wohl und Unwohl sprechen, dann bietet sich das ja an. Und so würde ich jetzt das berühmte C-Dur-Präludium, das Präludium Nummer 1 aus dem wohltemperierten Klavier von Bach, die ersten paar Takte spielen, um zu zeigen, wie das in mitteltöniger Stimmung klingt. Und ich kann es schon vorwegnehmen, so als Anregung auch zum Zuhören. Es kommen nur Akkorde vor, die, wie ich vorhin gezeigt habe, in der mitteltönigen Stimmung funktionieren. Es kommen also keine von den Akkorden vor, wo man sagt, das ist unspielbar. Man könnte also dieses Präludium durchaus mitteltönig spielen. Das klingt dann so. Das gleiche Stück in der von Bach möglicherweise gemeinten ungleichschwebenden Stimmung anhören. Von Bach möglicherweise gemeint heißt, es gibt ja verschiedene Arten, ungleichschwebend zu stimmen. Und welche Möglichkeit Bach wirklich selber gewählt hat, wissen wir gar nicht. Die haben aber alle bestimmte Eigenschaften miteinander gemeinsam, nämlich dass Tonarten mit wenig Vorzeichen sauberer klingen als Tonarten mit viel Vorzeichen. Das haben wir ja vorhin auch bei den einzelnen Akkorden schon gehört. Und so klingt dann dieses Stück, wenn wir es auf dem anderen Cembalo in der ungleichschwebenden Stimmung spielen. Ich hatte ja in diesem Cembalo das Obermanual in der gleichschwebenden Stimmung gestimmt, unserer modernen Klavierstimmung. Und damit klingt jetzt Bachs Präludium so, wie wir es gewöhnt sind. Und so weiter. Wir merken, dass das viel mehr Spannung hat, als es auf den beiden anderen Stimmungen hatte. Und das ist eigentlich ja fast ein bisschen schade, weil die Reinheit in Anführungsstrichen viel weniger zur Geltung kommt. Sehr deutlich wird allerdings, wenn wir die Stimmungen vergleichen und gehen mal in extreme Tonarten. Ich hatte ja schon gesagt, wenn ich eine Tonart mit vielen Vorzeichen benutze, dann ist das so, dass die in der mitteltönigen Stimmung möglicherweise gar nicht funktioniert. In der ungleichschwebenden Stimmung funktioniert, aber man hört der Tonart an, dass sie entfernt ist. Und in der gleichschwebenden Stimmung klingt es genauso, wie wenn es wenig Vorzeichen hätte, weil eben alle Tonarten genau die gleiche Eigenschaft haben. Das will ich am Beispiel des Cis-Dur-Präludiums, das ist das dritte Präludium aus dem wohltemperierten Klavier,
mal vorführen am Anfang. Und zunächst mal hören wir uns das in mitteltöniger Stimmung an. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Also da würde niemand sagen, das sei wohl temperiert. Hätte Bach ein unwohl temperiertes Klavier komponiert, hätte es das mitteltönig stimmen können. In der von ihm vielleicht gemeinten Art gestimmt, klingt das gleiche Stück so, wie es jetzt am anderen Cembalo vorführen möchte. Zistur in der ungleich schwebenden Stimmung ist herb, aber erträglich. Man merkt, man ist nicht mehr in C-Dur, es ist nicht mehr so entspannt, aber es ist auch nicht so unspielbar, wie es in der mitteltönigen Stimmung. Und zuletzt natürlich wieder unser Beispiel mit der von uns gewohnten, gleich schwebenden Temperatur. Da merkt man, da gibt es keine Probleme mit der Tonart, außer für den Spieler, der mit so vielen Kreuzen leben muss. Aber der Hörer merkt gar nicht, dass es eine entferntere Tonart ist, als es in C-Dur war. Ob man das als Vorteil empfindet oder als Nachteil, das ist jetzt wieder das berühmte Geschmacksurteil. Und über Geschmack lässt sich, man sagt immer, nicht streiten. Ich finde, über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Können wir ja an einem anderen Beispiel dann mal erleben, was das bedeutet. Wenn wir davon ausgehen, dass die Komponisten in ihren Klangvorstellungen das umgesetzt haben, was jeweils in der Zeit und in der Mode als wohl galt, als angenehm und als richtig galt, dann ist davon auszugehen, dass die Komponisten auch wussten, was sie tun. Folglich also bestimmte Effekte, die durch diese verschiedenen Stimmungen entstehen, in die Musik einbezogen haben, so dass man sagt, das ist sogar ein musikalischer Sinnträger. Und das wird sehr deutlich, wenn ich einen kleinen Ausschnitt aus einem Stück von Louis Couperin spiele, aus dem 17. Jahrhundert, aus seiner Pavane in Fis-Moll. Und wenn wir hören, wie das in den verschiedenen Stimmungen klingt, dann können wir uns viel mehr da vorstellen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es ist, ein Stück in einer anderen Stimmung zu spielen, als der Komponist es im Sinn hatte. Dazu hören wir uns das Stück in mitteltönig und in gleichschwebend an. Und können dann feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt. In der gleichschwebenden Stimmung, der modernen, gewohnten, klingt es so. Von Louis Couperin mit Sicherheit bevorzugten, weil damals einzig verbreiteten Cembalo-Stimmung, nämlich der mitteltönigen, klingt die gleiche Passage so.
Hier treffen Himmel und Hölle direkt aufeinander. Mit den reinen Terzen. Und kurz darauf einen der Akkorde, die es nicht geben kann. Es ist tatsächlich ein Cis-Dur-Akkord. Ist die Interpretation der Musik bereits im Stimmsystem erhalten. Ich hoffe, dass in diesem kleinen Exkurs zu der Frage, was eigentlich wohltemperiert und was rein und was sauber ist, klar geworden ist, es gibt unterschiedliche Lösungen, wie man mit einem Problem umgehen kann, was aus der Natur und dem Menschenwillen erwächst, aus dem Konflikt zwischen diesen beiden, und dass jeder Lösungsansatz Vor- und Nachteile bringt. Wer sich also mit alter Musik befasst und möchte die in historischer Aufführungspraxis lernen, der wird sich damit befassen müssen, welche Stimmung ist denn gemeint, welche passt am besten. Und auch Leute, die wie zum Beispiel Violinen nur 4 Saiten zu stimmen haben, müssen bei diesen 4 Saiten schon berücksichtigen, wie soll das Stimmsystem werden. Und bei den einzelnen Tönen sich entscheiden, welche Fassung dieses Tons ist denn eigentlich sauber oder rein.